Und herzlich willkommen zu unserer ersten Lego-Haul. Wir haben in der Stadt ein paar Sets eingekauft und wollen euch die heute präsentieren. Die Reviews zu den Sets folgen in Kürze. Jetzt fangen wir an mit unserem ersten Set. Und es ist von Lego Creator die Nummer 30474, das Rentier. Und es ist freigegeben von 6 bis 12 Jahren. Unser nächstes Set ist ebenfalls von Lego Creator. Und es ist das Set Wüstenflitzer. Es ist wie immer ein 3-in-1 Modell. Die Altersbeschränkung ist 6 bis 12 Jahre. Und der Preis ist 4,99 Euro. Gut. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Set. Das ist ein City-Set, ein kleines. Das ist die Nummer 60105. Das ist der Feuerwehr-Buggy. Das Set ist freigegeben für 5 bis 12 Jahre und es kostet 5,99. Unser nächstes Set ist ebenfalls ein City-Set. Und zwar das Rennboot. Ja, hier. Zeig's mal besser. So. Es hat die Nummer 60114 und ist freigegeben von 5 bis 12 Jahren. Enthält eine Minifigur und das finde ich wie ein sehr schönes Set. Ja, gut. Dann kommen wir jetzt zu einem Lego Creator Set. Das ist 3 in 1 und das ist die Nummer 31043, der Hubschraubertransporter. Und es ist freigegeben für 6 bis 12 Jahre und kostet 9,99. Unser nächstes Set ist ein DC Comics Superhero Set und zwar mit der Nummer 76044, das Set Duell der Superhelden. Die Altersfreigabe ist 6 bis 12 Jahre und der Preis sind 14,99. Ich finde es vor allem sehr schön, wie die Minifiguren hier sind. Es sind Batman und Superman, was natürlich zu dem neuen Film passt. Ja, obwohl der ja auch gar nicht mehr so neu ist. Kam im Februar raus. Ja. Okay. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Set. Das ist ein Speed Champion Set. Und zwar ist es die Nummer 75873, der Audi R8 LMS Ultra. Das Set ist von 7 bis 14 Jahren geeignet. Und ich finde es sehr schön, es hat da so ein Siegertreppchen und so ein Pokal. Ja, und halt den R8. Ja. Ja. So, wir kommen zu unserem nächsten Set. Ebenfalls ein Lego Creator Set. Was ich sehr schön an dem Set finde, ist, erstens ist ein Boot. Ich finde es auch sehr interessant. Also es ist auch ein großes Set. Das U-Boot finde ich auch schön. Und vor allem, man kann es auch mit diesem Set hier kombinieren. Das Set heißt übrigens Erforscher der Meere und ist für 14,99 erhältlich und hat die Nummer 31045. Ja. Und die Altersempfehlung ist 7 bis 12 Jahre. So, dann kommen wir jetzt zu dem Lego City Set. Das ist die Nummer 60118. Die Müllabfuhr. Es hat die Altersfreigabe 5 bis 12 Jahre und ich finde es sehr cool, weil man kann hier diesen Müllcontainer kann man so hinten in den Müllwagen reinkippen. Und es sind zwei Minifiguren dabei und das kostet 19,99. Ja. So, wir kommen zu unserem letzten Set für heute und zwar das Lego Ninjago Set und zwar den Krypterium Gefängnisausbruch. Gefängnisausbruch mit der Nummer 70591. Die Altersempfehlung ist 6 bis 14 Jahre. Und was ich an dem Set wirklich grandios finde, ist, dass da wirklich 5 Minifiguren dabei sind. Für nur 19,90 Euro ist die unverbindliche Preisempfehlung. Es hat viele Funktionen, das Set. Und wir haben hier die Figuren Kai, Zane, ein Polizist, Captain Soto und ein Steinsamurai. Sehr schön. Wir haben auch wieder eine Figur mit 4 Armen. Was ich sehr cool finde. So wie Nadakan. Genau. Ja. Den wir vielleicht auch irgendwann nochmal in einem Video zeigen werden. Ja, wir haben ein Chat mit ihm. Genau. Und ja, es war ein schöner Lego-Haul heute. Ja, ich stell nochmal alle Sets so hin, dass man sie sehen kann. Die kleinen nach vorne, die großen nach hinten. Hier nochmal das Rentier. Das Rentier sieht ihr hoffentlich alle. Also es ist im Hintergrund seht ihr übrigens die Modular Buildings, von denen wir auch wahrscheinlich nochmal Reviews hochladen werden. Ja. Und ja, wir haben uns sehr gefreut über diese Lego Haul. Vielen Dank für das Zuschauen und wir sehen uns bei den Reviews wieder. Tschüss.